Das Abwassersystem ist für jeden Bürger wichtig, aus dem Grund natürlich, dass die Abwässer nicht in die Umwelt gelangen. Den Kanalreiniger mit Hilfe des modernsten Kanalspülgeräts. Wir werden gerufen, zum Beispiel bei Kanaleinbrüchen, wenn irgendwo Abwasser auf die Straße austritt, wenn es Verstopfungen gibt, für Reparaturmaßnahmen, für Inspektionsmaßnahmen. Ich bin Industriemechanikerin bei den Berliner Wasserbetrieben und zuständig für die Instandsetzung im Klärwerk. Hier im Klärwerk nutzen wir moderne Technologien, um das Berliner Abwasser zu reinigen. Die Faszination ist, dass wir hier sehr innovativ arbeiten können, immer mit neuen Technologien zu tun haben, dass wir ein gutes Team sind mit vielen Spezialisten. Die Kläranlage Cottbus ist dafür da, oder Kläranlagen allgemein, um das Abwasser biologisch komplett zu reinigen. Mich motiviert am meisten, dass man Erfolge sieht. Man hat ein Ziel vor Augen und das will man am Ende des Tages umgesetzt haben. Ob es das Schweißen ist, ob es das Schrauben ist, ein Ölwechsel oder dabei zusehen, wie ein Becken neu geflutet wird. Die Ausbildungsberufe, die für uns wichtig sind, ist zum einen der Anlagenmechaniker, den wir selber in allen Bereichen benötigen. Er kann eingesetzt werden im Abwasserbereich wie auch im Trinkwasserbereich. Und wir benötigen ebenfalls den Elektroniker für Betriebstechnik, den wir für unseren Betrieb mit ausbilden lassen. Das Berufsfeld des Elektroingenieurs trifft genau den Nerv der Zeit. Nicht? Das Thema Digitalisierung, Industrie 4.0 ist genau unser Thema. Wir bilden Prozesse ab, machen sie sichtbar, dass sie steuerbar sind, dass sie beeinflussbar sind. Die normalen Ausbildungsinhalte der Metallausbildung sind das eine, aber wir ergänzen das Ganze mit vielen Lehrgängen. Wir sind in diesem Bereich mit AR und VR noch in den Anfangsschuhen, aber mit dem neuen Ausbildungszentrum werden uns da Meilensteine gelingen, die wir vorhaben. Teamarbeit in meiner Berufssparte ist super wichtig, weil wir wie ein Zahnrad miteinander zusammenarbeiten müssen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wir suchen natürlich für unsere Ausbildung immer junge, motivierte Menschen, die einen normalen Realschulabschluss haben und sich gerne mit technischen Dingen beschäftigen, die daran Interesse haben, diese Sachen zu erlernen, sich dem Umweltthema Trinkwasser und Abwasser zu stellen und ganz natürlich umweltbewusstes Dasein auch leben wollen. Wenn man hier arbeitet, muss man offen sein für neue Technologien, egal ob im technologischen Prozess der Kläranlage. Jede Kläranlage ist ein sehr gutes Betätigungsfeld für erneuerbare Energien, weil Kläranlagen sehr große Stromverbraucher sind und es macht nichts mehr Sinn, als den Strom dort zu erzeugen, wo er verbraucht wird. Die Berliner Wasserbetriebe bieten mir als Arbeitnehmerin flexible Arbeitszeiten, familienfreundliches Arbeiten vor allem und die Möglichkeit, sich immer weiterzubilden, egal in welche Richtung es tendiert. Ich bin jetzt 25 Jahre im Unternehmen, absolut happy. Ich würde das bis zur Rente durchmachen, wenn es geht. Und ja, jeden Tag neue Aufgaben.